extra nochmal die Augen öffnen für die zwei Leute, die sich das fragen oder mehr. Ja, beim Saftfastentag 19 ist es quasi so, ich hatte ja gestern erzählt, dass ich was gegessen hatte. Ich erzähle jetzt nicht nochmal, warum. Jedenfalls ist es dann heute Morgen, nachdem ich nochmal als Frühstück was gegessen hatte, ist es dann rausgekommen schon, was ich gestern gegessen hatte. Und damit hat sich die Sache dann jetzt auch erledigt schon. Nach einem Tag bin ich eigentlich ziemlich froh. Und jetzt habe ich halt weitergemacht und habe heute noch einen Saft getrunken. Ja. Und ich habe auch vorhin wieder trainiert. Mit Bankdrücken 75 Kilo, 10 Wiederholungen. Das ist jetzt für mich was Mittelmäßiges. Also da sind, ja, ich bin jetzt so hinterher, besonders mit der Brust. Das ist eigentlich meine Schwachstelle Nummer 1. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie viel schwächer oder sowas, wie vor ja, etlichen Wochen noch, sage ich mal. Und ich werde gleich noch laufen gehen. Auf jeden Fall ist es halt nicht so, dass ich jetzt irgendwie deutlich an Kraft abgenommen hätte. Und das nach insgesamt ja, knapp 3 Wochen Saftfasten und noch 2 zusätzliche Wochen, wo ich ungefähr die gleichen Kalorien an fester Rohkostnahrung zu mir genommen habe. Und mit durchschnittlich 500 Kalorien nur in 5 Wochen habe ich jetzt nicht großartig irgendwie an Kraft verloren, obwohl ich halt schon jetzt knapp 15 Kilo verloren habe in den 5 Wochen, beziehungsweise in 3 Wochen 11, 12 Kilo. Ja, und besonders beim Ausdauersport habe ich halt sogar noch zugelegt. Von der Ausdauer her, einfach von Ausdauerleistung her. Und ich wollte euch noch 2 Kanäle empfehlen, YouTube-Kanäle. Zum Thema Saftfasten und Darmgesundheit. Wie gesagt, ist ja das mit der Qi-Energie oder ich nenne nochmal das böse Wort Lichtnahrung. Das ist jetzt so nebenbei. Da werde ich nicht mehr so intensiv drauf eingehen. Ich wollte es aber halt mal erwähnen. Das Wichtigste für mich ist, also sagen wir einfach mal Scheiß auf Lichtnahrung. Das Wichtigste ist für mich jetzt momentan, also nicht nur für mich, aber in meiner Meinung nach, dass man halt entgiftet und gesund wird. Und da spielt dann auch die Darmgesundheit eine besonders große Rolle bei. Und da wollte ich euch die Kanäle empfehlen. Einmal Difference is a Virtue. Er hat erst 4 oder 5 Abonnenten, glaube ich. Vielleicht, nee, jetzt 7. Ungefähr sowas. Und er hat wirklich richtig, richtig krass gute Videos zum Thema Darmgesundheit und vegane Ernährung in Bezug auf die Gesundheit, auf die menschliche Gesundheit. Richtig krasses Hintergrundwissen. Sind dann halt auch ein paar längere Videos, weil es halt wirklich voller Informationen gepackt ist. Da habe ich auf jeden Fall ordentlich was gelernt. Und der zweite Kanal ist von Silke Leopold. Ist ein relativ großer oder ein größerer deutscher Rohkostkanal und sie macht momentan auch Saftfasten und da habe ich auch richtig, richtig krass gute Videos bei gesehen. Also ich habe mir alle angeguckt, alle Videos, die ich wirklich richtig gut finde, die Videos und ja, sie macht momentan halt Saftfasten. Da kriegt man auf jeden Fall viel mehr Informationen, auch viel anschaulicher und auch, sage ich mal, unterhaltsamer als bei mir jetzt. Macht das auch schon deutlich länger als ich und hat das auch schon öfter gemacht, hat mehr Erfahrung damit. Die Videos sind auch wirklich qualitativ. Nicht so, was ich hier jetzt gerade wieder mache mit der Webcam. Die sind auch wirklich mit richtig guten Informationen bestückt. Auch die anderen Videos zum Thema Rohkost und Gesundheit. Also auf jeden Fall extrem empfehlenswert. Habe ich eigentlich nichts Vergleichbares, besonders nicht als deutschen Kanal gefunden. Ja, die beiden Kanäle wollte ich eben noch empfehlen und mehr wollte ich gar nicht sagen. Also im nächsten Video werde ich wahrscheinlich darauf eingehen, wie meine Zukunftsgestaltung aussehen wird, meine kurzfristige Zukunftsgestaltung. Kurzfristig heißt für mich die nächsten
Monate oder ab den nächsten Monaten, was ich da so vorhab, da habe ich was, ja, ein größeres Projekt, sage ich mal, vor. Okay, bis dann.